Und schwuppsdiwupps, endlich bin ich angekommen in der menschlichen Welt. Darauf habe ich jahrelang gewartet. Oh Mann, ich werde hier jedem zum Verlieben bringen. Mit meinem Bogen kann ich jeden Menschen dazu zwingen, dass er sich verliebt. Oh Mann, ich freue mich ja schon sowas von. Es wird Zeit, dass die Menschheit glücklicher und fröhlicher wird. Lass mich mit meinen schönen Flügeln runterfliegen und dem Menschen zeigen, was es heißt, sich wirklich zu verlieben. Oh Mann, ich freue mich ja, ich freue mich ja. Und runter hier. Und runter hier. Perfekt, ich bin angekommen. Wo ist mein erstes Experiment? Oh Mann, was sehe ich denn da vorne? Das sieht mir glatt aus wie ein verliebtes Paar. Auch ich muss sie aneinander bringen. Sie müssen einfach nur ihre Liebe gestehen. Ich glaube, ich muss ihnen da ein bisschen helfen. Ich hab dir doch gesagt, ich will gar nichts von dir, okay? Du nervst mich. Oh Mann, aber ich mag dich so. Siehst du mich nicht? Ich hab richtig viele Muskeln. Schau an, wie cool ich aussehe. Oh Mann, das ist bestimmt ein Fall von Schüchternheit. Die lieben sich doch bestimmt. Okay, ich muss nur meinen Bogen nehmen und dieses Mädchen abknallen. Komm, bleib ruhig stehen. Nein, ich geh jetzt weg. Ich hab keine Lust auf dich. Die mag ihn doch bestimmt. Gib es einfach nur zu und zack. Jetzt kannst du deine Emotionen freien Lauf lassen. Warte mal ganz kurz. Ich muss dir was sagen, aber ich war zu schüchtern davor. Warte mal, was? Damit hätte ich nicht gerechnet. Willst du schmerzlich sagen? Liebst du mich etwa auch? Oh ja, ich lieb dich. Komm her, Mann, ich will dich abknutschen. Warte mal, nicht so schnell. Hey, stopp mal ganz kurz. Komm her, Mann, ich will mich. Du bist mein zukünftiger Ehemann. Oh Mann, das hat ja perfekt funktioniert. So werde ich die ganze Welt mit mehr Liebe erfüllen. Das sieht ja einfach nur super aus. Hey, lass mich jetzt ruhig. Ich renne hier weg. Ich hab keine Lust mehr auf dich. Bleib stehen. Oh Mann, die Liebe kann gar nicht stoppen. Ach, es ist einfach fantastisch, das mit anzusehen. Komm her, Mann. Aber oh Mann, nach so einem langen Tag bin ich auch echt erschöpft. Die Sonne scheint. Ich muss mich in den Schatten legen. Und mach mal ein kleines Nickerchen. Auch ich muss meine Flügel entspannen. Ich bin ja so müde geworden. Ach, nix kann mich. Ach, nur eine kleine Sekunde bin ich weg. Danach werde ich wieder alle zum Verlieben bringen. Und meinen Bogen stelle ich hier ab. Und boom, Billy, epischer Sieg, let's go! So, mein Freund, Zock macht so viel. Sollen wir noch Minecraft zocken? Sie machen immer so epische Sieg und müssen Minecraft durchspielen. Oh ja, lass uns direkt Minecraft. Nee, Billy, irgendwie habt ihr keine Lust mehr zu zocken. Das wird langsam langweilig. Das ist recht. Lass uns irgendwas anderes machen. Okay, sag mal ehrlich, hast du eigentlich eine Freundin? Worüber redest du, Billy? Irgendwann wird's ja mal Zeit. Billy, was ist los mit dir? Okay, weißt du was? Wir gehen raus und werden Mädchen klären, okay? Was redest du denn, Simlucky? Okay, lass uns das machen. Geht von dir Freundin, Simlucky. Ja, du hast recht, Billy. Jetzt brauchen wir. Billy, was geht da vorne ab? Keine Ahnung, ist ein Mädchen? Ist ein Arnold? Ich hab keine Ahnung, aber lass uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Hey, bleib stehen. Ich lieb dich doch so sehr. Warum rennst du jetzt weg? Könnt ihr mir bitte helfen? Das Mädchen, das nervt mich. Ich hab's mir doch anders überlegt. Ich wollte eigentlich heiraten, aber er sticht mir nicht verrückt nach mir. Wenn du willst, kann ich. Die wir Arnold als Freund haben. Hey, du kannst mich als Freund haben. Nein, ich will nur Arnold als Freund haben. Er ist der Coolste, er ist der Beste. Bleib stehen. Sonst meine Liebe wird mich nicht aufhalten. Ich werde für immer an deiner Seite bleiben. Irgendwie ein bisschen verrückt, Simlucky. Okay, Billy, weißt du was? Ich hab's mir doch anders überlegt. Ich will keine Freundin haben. Simlucky, das ist irgendwie ein bisschen krank. Warum rennt denn ganz hinterher? Leute, ich geh zur Polizei. Ich lass das melden. Lass mich in Ruhe. Oh Mann. Bleib stehen, die Liebe ist unaufhaltbar. Alles wird zu uns führen. Oh yeah, unsere Wege wird zu uns selber führen. Was reden wir überhaupt? Ihr habt den Verstand verloren. Das ist echt ein bisschen komisch. Junge, sowas habe ich noch nie gesehen. Egal, Billy, ich denke mir dabei eigentlich nichts. Simlucky, lass uns das da hinterherfahren. Ich will sehen, was da abgeht. Okay, Billy, lass uns da wirklich schauen, was abgeht. Hier sind unsere Autos. Okay, Billy, auf Mission. Keine Ahnung, was wie auch immer das heißen soll. Egal, wir werden jetzt hinterherfahren und der Sache auf den Grund gehen. Wie kann das Mädchen ihn so lieben? Das kam ein bisschen komisch rüber, Leute. Ich will wissen, was dahinter steckt. Let's go, Billy! Let's go, Simlucky! Es geht los. Wir werden herausfinden, wieso dieses Mädchen diesen Typen so liebt. Simlucky, ich glaube, ich sehe sie da vorne. Ey, jetzt habe ich ja den Rohr. Ich habe keine Lust auf dich. Bleib stehen. Ich habe es auch schon tausendmal gesagt.
Billy, hast du das Schnarchen gehört? Ja, das hab ich auch gehört. Was war das? Das war nicht der Typ, der vorhin war irgendwie anders. Ja, so kommt es mir auch rüber. Das kam von der Richtung irgendwie. Wow, Billy, was macht der Typ da auf dem Boden? Keine Ahnung, aber ich weiß nur, dass das nicht normal aussieht, Lucky. Der sieht echt nicht normal aus. Och, jeder wird sich verlieben. Dafür werde ich noch sorgen. Kann das sein, dass er gerade schläft und träumt? Lucky, du willst auf keinen Fall aufwecken. Ey, schau mal, was daneben ist. Ist das ein Bogen? Keine Ahnung, das sieht aus wie so... Warte mal, was ist das überhaupt? Hey, Billy, irgendwie sieht der aus wie so ein Engel. Ja, es fällt mir auch auf. Warte, da gibt's doch so einen Liebesengel. Stimmt, da gibt's wirklich einen Liebesengel. Leute, wie heißt der nochmal? Amor heißt der. Denkst du, das ist der etwa, Billy? Ja, warte mal, Gott, ich muss kurz Pupsi machen. Billy, mach das auf keinen Fall. Geh weg, Billy. Wir dürfen nicht wecken, Billy. Wenn es so ist, wie ich denke, dann können wir mit diesem Bogen jeden dazu bringen, dass er einen liebt. Warte mal, was? Dann kann ich meinen Quatsch dazu bringen, dass er mich liebt und will ich machen. Billy, wen willst du dazu bringen? Wer ist dein Crush? Sag ich dir nicht. Ist auf keinen Fall Nelly. Du hast dich verraten, Billy. Hab ich nicht. Leute, schreibt jetzt eine 1 in die Kommentare, wenn es Nelly ist. Es ist nicht Nelly. Es bist du. Was, Billy? Okay, das war sus. Spaß im Lucky, aber du bist auch mein bester Freund. Okay, Billy, ich glaube... Leute, was geht bei dem Typen da vorne ab? Okay, ich glaube, der ist wirklich ein Liebesengel. Aber Billy, du darfst nicht einen Fehler machen und diesen Bogen nehmen, okay? Der gehört dem, also fass ihn auf keinen Fall an. Maki, alles gut, ich werde den Bogen auf keinen Fall klauen oder so. Billy, lass schön die Finger... Ey, Billy, was hast du gemacht? Der Maki, ist ja mein Bogen. Hey, Billy, lass... Oh nein, das ist keine gute Idee. Aber Leute, ich glaube, jetzt kann ich nichts mehr machen, okay? Sonst steht der Typ noch auf und wird uns dabei erwischen, dass wir seinen Bogen geklaut haben. Billy, das gehört nicht uns, okay? Der Typ ist nicht von der Erde. Der könnte uns vielleicht bestrafen oder so. Sam Lucky, du weißt, was ich damit vorhabe. Nein, Billy, mach das nicht. Ich hab so eine kleine Theorie, okay? Das da vorne, was wir gerade gesehen haben, das war bestimmt wegen dem Bogen. Sam Lucky, ich bin mal weg, ne? Tschüss. Billy, du bleibst stehen. Ich werde dich mit diesem Bogen nicht alleine lassen. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich dich abschieße? Nein, Billy, komm bloß auf keine blöden Gedanken. Sam Lucky, komm mal her. Nein, Billy, das machst du auf keinen Fall. Du wirst mich nicht damit abknallen. Sam Lucky. Hey, Billy. Okay, stopp. Das ist sass, Billy. Ich meine, ich bin ein Junge, du bist auch ein Junge. Es ist mir egal. Ich schieße ab. Billy, mach das auf keinen Fall. Zu spät, Sam Lucky. Und zack, gib das. Ah, Billy, was hast du getan? Oh, Mann, Leute, mir geht's irgendwie ganz komisch jetzt und wow. Billy, seit wann siehst du heute so hübsch aus? Warte mal, was ist hier wirklich geklappt? Oh, Mann, Billy, irgendwie fange ich dich an, langsam zu mögen. Nein, Billy, ich mag dich auf keinen Fall. Warte mal, was? Okay, wie kannst du... Du musst mich mögen. Oh, Mann, du stehst... Oh, aber irgendwie finde ich deinen Geruch auch voll cool. Ich glaube, da ist irgendwas falsch. Du wärst dich, glaube ich, dagegen. Ich habe keine Lust auf dich. Oh, wow, Billy, du bist sowas von schön. Lass mich dich abknutschen. Okay, das geht zu weit. Hör auf damit. Oh, Mann, Billy, das hast du uns alles eingebaut. Oh, Mann, nein, ich meine natürlich, Billy. Oh, lass uns auf ein Date gehen. Der Maki, vielleicht muss ich nochmal abknallen, dann hört die Wirkung auf. Nein, Billy, hör auf damit. Ich mag dich. Und wow, Leute, irgendwie... Oh nein, Billy, ich weiß, was passiert ist. Ich konnte mich gerade gar nicht kontrollieren. Das klappt einfach. Warte mal, was soll ich nochmal machen? Nein, Billy, ich habe ein halbes Herz, okay? Du hast zweimal damit auf mich geschossen. Okay, wenn wir einen anschießen, dann lässt die Wirkung nach beim zweiten Schuss, okay? Wir haben aber ein kleines Problem. Ich habe nur noch einen Pfeil. Was, du hast noch einen Pfeil? Das heißt, wenn du jemanden abschießt, dann bleibt er für immer in dich verliebt. Billy, mach das auf keinen Fall wieder, okay? Das war echt gruselig, in dich verliebt zu sein. Lucky, das war voll schön. Das war süß von dir. Nein, Billy, war es nicht. Du tust alles vergessen, was du gerade gesehen hast. Darüber reden wir nie wieder. Okay, Lucky, ich gehe zu Nelly. Billy, warum willst du zu Nelly gehen? Ach, willst du schon sehen. Tschüss, ich gehe zu Nelly. Junge, warum nimmst du eine Kuh mit? Lucky, jetzt ist es Zeit für mich, Nelly, ihr meine Liebe zu gestehen. Billy, was hast du... Oh, nein, mach das auf keinen Fall. Aber Billy, okay, wir machen einen Deal. Du wirst nicht den Bogen benutzen. Egal was passiert, benutze nicht den Bogen. Maki, mach die Tür auf. Ich will mir ein Geschenk machen. Warum willst du eine Kuh schenken? Das ist ein süßes Geschenk, was du an den Mädchen machen kannst. Vertrau mir. Oh Mann, meine Kekse riechen sowas von lecker mal wieder. Leute, ich habe euch sogar noch Steaks gemacht. Nelly, schau mal, hier ist eine Kuh. Ich kann sofort einen Steak verwandeln. Nein, Billy, du bist voll brutal. Hör auf damit. Tu die Kuh braten. Oh nein, Billy, das finde ich gar nicht cool von dir. Maki, oh nein. Nee, ich muss dir was sagen, okay? Was willst du mir sagen? Hast du jetzt mal wieder Pups in deine Hose gemacht? Oh Mann, Billy, das läuft gar nicht gut für dich. Nein, hab ich nicht. Ich wollte was an... Oh mein Maki, es ist irgendwie alles vielleicht schief. Ich glaube, ich muss einen Pfeil benutzen. Nein, Billy, mach das auf keinen Fall. Das wirst du nicht tun.
Leute, über welchen Pfeil redet ihr da? Über welchen Pfeil? Ich meine, ja, ganz genau, den Pfeil und Bogen, den wir benutzt haben, um ein Skelett zu killen. Ja, ganz genau. Naja, einen Pfeil und Bogen, den haben wir, wir reden über keinen. Irgendwie seid ihr ein bisschen sass, Leute, verratet es mir. Nein, Nelly, alles gut. Ach, wie geht's eigentlich deinem Kuchen? Oh, kann ich den probieren? Der sieht richtig lecker aus. Ja, ich könnte gerne probieren. Das mag ich gut vom Thema abgelenkt. Warte mal, ich schieße gleich ab, okay? Das machst du nicht! Okay, ich könnte ihn gerne probieren, wenn ihr wollt. Oh, wow, er sieht echt lecker aus. Warte mal, ich probiere mal ein bisschen und... Ja, Billy, aber lass mir auch was übrig, okay? Ja, warte mal, und auch... Oh, wow, das hat schon echt lecker geschmeckt. Billy, wo ist der Kuchen hin? In meinem Mund. Junge, wie hast du so schnell den Kuchen aufgegessen? Keine Ahnung. Hey, du hast einfach meinen ganzen Kuchen aufgegessen. Das war nicht cool. Leute, ich habe einen Vorschlag. Lass uns mal hochgehen und zusammen Fernsehen schauen, okay? Okay, machen wir. Okay, ich glaube, ich muss den Liebesfall nicht benutzen. Die wird sich auch so in mich verlieben. Weil es ist nicht was gut, nicht gut, dem anderen Liebe aufzuzwingen. Ja, Billy, endlich hast du es gecheckt. Okay, das werden wir auf keinen Fall machen. Am besten, du verbrennst einfach diesen Bogen. Ja, ich werde ihn verbrennen. Warte mal, okay, ich verbrenne den. Ich habe ihn verbrannt. Bist du dir sicher, Billy? Ja, ich habe ihn zu lange weggeschmissen. Das war nur Spaß. Leute, über welchen Bogen redet ihr jetzt? Ach, über keinen. Lass uns jetzt einfach nur zusammen Fernsehen schauen. Oh Mann, das macht Spaß. Welchen Film sollen wir schauen, Leute? Lass den romantischen Film schauen. Jetzt, Maki, warte mal. Okay, solange sie den Film anmacht, werde ich jetzt von hinten sie abknallen, okay? Nein, Billy, wir haben darüber geredet. Warum hast du einen Bogen? Du hast mir gerade eben noch gesagt, du hast ihn nicht mehr. Reden wir nicht drüber. Die Maki, ich knall jetzt ab. Billy, auf damit! Nein, stopp das! Abgeknallt! Daddy würde sich endlich in mich verlieben! Oh Mann, was passiert mit mir? Oh, warte mal, wer bist du denn? Billy? Ich glaube, das ist schief gelaufen. Ich spiele die Musik, ich voll, hallo! Nicky, du mir aus dem Weg, Sim Lucky, du siehst heute echt schön aus. Sim Lucky, oh nein, das tut mir leid. Billy, dein Ernst? Die hat sich mich verliebt, nicht in dich! Warum nur? Ich glaube, den sie als erstes angucken, den verliebt sie sich. Leute, worüber redet ihr? Ich habe eine Idee. Leute, lass uns einfach Fernsehen gucken, einen romantischen Film, okay? Sim Lucky, ich hasse dich! Billy, jetzt hör endlich auf damit, okay? Das hast du dir einzubocken, das ist deine Schuld! Sim Lucky, ich werde dich fertig machen! Billy, lass mich in Ruhe! Jetzt lass mich endlich in Ruhe! Du ehrenloser Sim Lucky! Das ist deine Schuld, Billy! Jetzt weg mit dir endlich, Mann. Ich habe keine Lust auf dich, Billy, okay? Ich will mit Sim Lucky alleine sein. Hey! Ich wurde rausgeschmissen. Billy, ey, lass mich jetzt auf keinen Fall alleine. Leute, was geht bei Nelly ab? Nelly, hallo? Ja, setz dich hin. Lass uns den Film schauen, okay? Lass uns einfach den Film gemeinsam schauen. Ja, aber nicht so viel Abstand. Du brauchst dich nicht schämen. Wofür soll ich mich schämen? Billy, kannst du mich hier bitte rausholen aus dieser Situation? Ich muss dir was sagen. Du siehst heute echt gut aus. Ja, tue ich das? Oh Mann, Leute, Junge, ich kann sogar die Herzen in meinem Kopf sehen. So sehr ist sie in mich verliebt. Aber eigentlich ist es gar nicht mehr so schlecht, Leute. Haha, Nelly ist in mich verliebt. Das wollte ich doch schon immer. Ich meine, ich mache natürlich nur Spaß. Okay, ich werde mir schon was ausdenken, wie ich das zurückmache und wie sie mich verliebt sein wird. Billy, das war das Schlimmste, was du je tun konntest. Okay, ich mache jetzt einen romantischen Film an, den es gibt, okay, und weiß ganz genau, was Leute machen, wenn sie einen romantischen Film sehen. Sie küssen sich ein Liebespaar. Leute, das geht zu weit. Was soll ich jetzt tun? Warum habe ich eine Rose in der Hand? Warte mal. Wofür ist die Rose? Die ist auf jeden Fall nicht dazu da, um die zu schenken. Willst du mir etwa eine Rose schenken? Oh Mann, ich wusste auch schon, dass du Gefühle für mich hast. Oh nein, Leute, das geht zu weit. Weißt du was, du kannst dir einen Film anmachen, lass uns einen richtig romantischen Film gucken, okay? Wo was richtig romantisch ist, also guck, such dir auf jeden Fall was Gutes aus. Okay, ich suche mir was Gutes aus. Warte mal, ich guck mal in die DVDs, was ich da so habe. Am besten Titanic oder so. Oh, das ist voll traurig, aber auch voll süß, mit dir zu schauen. Ja, schau mal ruhig weiter. Leute, weg hier. Okay, das kann ich nicht aushalten. Oh, puh, das war eine gute Ausrede. Und jetzt einfach nur verschwinden. Haha, Leute, das war richtig gut abgehängt. Der hätte nicht gedacht, dass es so einfach wird. Leute, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Wo willst du denn hin? Wolltest du etwa... Ah, du wolltest noch mehr Blumen für mich pflücken? Nein, du gehst wieder rein. Okay, das war... Okay, Leute, ich glaube, ich kann es aufgeben. Das war ein Schuss in den Ofen. Billy, du musst mir hier raushelfen. Wie ist sie da so schnell hingekommen? Maki, ich glaube, die ist verrückt geworden. Warte mal, ich probiere es mal so.
Billy, was hast du vor? Ich werde sie irgendwie versuchen, von mir zu überzeugen. So muss sie sich in mich verlieben. Ich habe jetzt einen schönen Anzug an. Ja, vielleicht stimmt. Billy, obwohl, ich habe eine Idee. Weißt du was? Ich weiß, wie ich das auflösen kann, dass sie sich nicht mehr in mich verliebt. Jetzt mach, wie willst du das machen? Billy, ich habe eine Idee. Ich werde jetzt einfach richtig ekelhaft sein, okay? Ich meine, wenn ich richtig ekelhaft bin, dann kann sie sich gar nicht in mich verlieben. Nelly, oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz Pupsi machen, okay? Warte mal, einfach so auf dem Sofa. Oh Mann, du bist ja echt... Aber irgendwie finde ich das süß. Was, sie findet das süß? Leute, das kann ja nicht sein. Und, oh, ich habe richtig Pupsi gemacht. Oh, er stinkt ja voll. Simlucky, warum verhältst du dich so komisch? Ist das etwa, weil du schüchtern bist? Leute, irgendwie tut sie mich trotzdem noch mögen, obwohl ich den größten Blödsinn mache. Oh Mann, wie kann ich Nelly nur davon überzeugen, dass ich nicht der Richtige bin, dass sie mich nicht mehr mag? Weißt du was, lass uns was backen, okay? Okay, Leute, ich habe eine Idee. Ich werde das schlechteste backen, was es auf der Welt gibt, okay? Und dann gebe ich es ihr zu essen und dann wird sie bestimmt kotzen, Junge. Dann wird sie denken, was ist das? Was habe ich da gemacht? Und dann wird sie mich bestimmt nicht mehr mögen. Oh Mann, mein Mittagsschlaf ist zu Ende. Lass mich aufstehen und mein Borgen nehmen, damit ich jetzt noch mehr Ehrpaare verlieben kann miteinander. Oh Mann, ich hab so Lust, ey. Warte. Wo ist mein Borgen hin? Ich kann mich doch noch genau daran erinnern, dass ich ihn hier vorne abgestellt habe. Ist er etwa hinter dem Baum? Oh Mann, bestimmt hat den wer... Nein, das kann nicht sein. Den hat doch wer geklaut oder so. Oh Mann, der Borgen, der konnte mir doch nicht einfach so entkommen. Hühnchen, hast du vielleicht gesehen, wo der Borgen ist? Unter dem Hund? Nein, da ist auch nichts. Was tue ich denn jetzt nur? Ich muss mein Borgen wiederfinden. Ich kann doch nicht als Engel meinen Borgen verlieren. Der darf auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. Wenn das passiert, dann können böse Sachen passieren. Ich werde den Borgen so schnell wie möglich auffinden müssen. Also, wer hat meinen Borgen hin? Ich will doch noch sehr viele Ehepaare gründen in Zukunft. Okay, so, perfekt. Ich habe den Kuchen zu Ende gebacken. Wie findest du den? Sei ehrlich. Warte mal, das ist jetzt dein Kuchen? Leute, wenn die den isst, okay, wenn die dann noch immer in mich verliebt ist, fress ich einen Besen, Junge. Der schmeckt so ekelhaft. Ja, natürlich, das ist der beste Kuchen auf der ganzen Welt. Schau mal, guck dir diesen Kuchen an. Das ist der Slime-Kuchen, okay? Der besteht aus Billy seinem Furz, aus Billy seinem... Billy, was machst du eigentlich hier? Ich hab gerade über dich geredet. Warte, was? Das ist ja voll der coole Kuchen. Warte mal, ich esse ihn sofort auf. Stopp, die isst sie wirklich auf? Der schmeckt ja voll... Der schmeckt ja voll gut, meine ich. Okay, tut er nicht. Die hat gerade noch gehustet. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben, aber irgendwie... Nee, ist es wegen der Liebe, muss ich mich übergeben. Junge, was redet die da? Okay, dann probier mal Nathan. Das ist ein Lavakuchen. Schmeckt eigentlich auch ziemlich gut. Oh, wow, wie gut ist der? Leute, warum hat die so gegessen? Das ist so cool. Nichts kann die Liebe aufhalten zwischen uns. Oh, doch, ich kann es. Ich bin Billy und willst du mich heiraten? Nein, will ich nicht. Geh weg von mir. Warte mal, was? Billy, hast du wirklich gedacht, die verliebt sich in dich und ist dann nicht mehr in mich verliebt? Simlucky, was tue ich denn jetzt nur? Ich hab ja nicht mal einen Pfeil noch. Das war der letzte. Ich weiß, Billy, ich glaube, das ist hoffnungslos. Billy, weißt du was? Ich hau hier einfach ab. Jetzt geh endlich raus mit dir, okay? Simlucky, wir gehen jetzt hoch gemeinsam. Was willst du oben tun? Wir schauen jetzt einen Film und machen das, was wir tun wollten. Ich will noch einen Kuss geben. Nein, stopp, das machen wir auf keinen Fall. Billy, lass uns hier weglaufen. Bleib stehen, du uns kommst mir nicht, Simlucky. Simlucky, was tun wir jetzt? Weg hier! Ja, Billy, du hast es gut. Du musst eigentlich gar nicht weglaufen. Trotzdem bin ich hier weg, das geht mir zu weit. Ist voll komisch. Leute, bleib stehen. Ich will euch noch heiraten. Ich meine nicht dich, Billy, nur Simlucky. Warte mal, was? Du willst mich heiraten? Nein. Oh mein, Billy, doch nicht. Bleib stehen, Simlucky. Oh nein, Leute, ich muss weg. Was mache ich denn jetzt nur? Fress das Ei, okay, bam. Okay, das hat nichts gebracht, Leute. Weg hier. Hey, ihr da vorne. Warte mal, was geht bei euch denn ab? Oh nein, Leute, das ist der Typ von gerade eben. Lass ihn in Ruhe, okay? Lass uns einfach nach Hause wieder gehen. Was bist du überhaupt? Bist du etwa was mein Freund? Was für ein Freund? Nee, wir sind nicht zusammen. Was hast du gesagt? Wir sind doch natürlich zusammen. Was redest du da? Okay, Leute, das geht mir alles ein bisschen zu weit. Hey, oh Mann, das sieht so aus, als ob ihr vom Fall getroffen wurdet. Aber warte mal, das war doch gar nicht ich. Habt ihr etwa den Borgen vielleicht von mir geklaut? Lass mich kurz in mein Buch schauen. Seid ihr ineinander verliebt? Oh nein, ihr wurdet durch die Borgen ineinander verliebt. Woher weißt du das?
Ich hab mir mein Buch der Liebe und da steht alles drin. Hör nicht auf den Typen, der ist ein bisschen... Oh wow, warum kann er fliegen? Oh Mann, das scheint wirklich der Engel zu sein. Der kann einfach fliegen. Das sieht so cool aus. Simnaki, lass den Engel in Ruhe, okay? Es zählt nur, was zwischen uns beiden ist. Oh Mann, ich muss das schnell ändern. Das kann nicht sein. Die Liebe ist außer Kontrolle geraten. Ich werde sonst noch Ärger kriegen von ganz oben. Leute, was habt ihr jetzt vor? Es tut mir leid, das ist meine einzige Möglichkeit. Nein, will ich gar nicht. Wow, was passiert hier? Hey, was hast du mit Nelly angestellt? Du, wie konntest du nur? Du hast sie gekillt. Oh nein, ich habe sie nicht gekillt. Ich habe sie einfach wieder zum Leben erwachen, neugeboren. Warte mal, ist das die neue Nelly? Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, aber warte mal. Ich habe gar keine Lust auf euch. Tschüss. Was ist mit dieser Nelly los? Was ist das jetzt für eine Nelly? Die fällt sich nicht normal. Ich bin irgendwie voll traurig heute. Ey, hast du jetzt genau das Gegenteil bewirkt? Irgendwie, Leute, warum hat die eine Wolke auf ihrem Kopf mit Regen? Oh Mann, das war meine einzige Möglichkeit, sie wieder zum Verstand zu bringen. Ich glaube, jetzt tut sie nicht mehr lieben, sondern jede nur noch hassen. Ich hasse euch alle. Geht weg von mir. Geht mir aus den Augen. Billy, du vor allem. Ja, was? Warum bist du viel zu mir? Okay, ich glaube, das hättest du nicht tun sollen. Oh doch, das war meine einzige Möglichkeit, denn ich hatte nicht mehr meinen Bogen. Warte mal, mit dem Bogen hättest du wieder normal machen können? Ja, hätte ich, aber den habe ich leider nicht und ich weiß auch nicht, wo der ist. Den hat mein Freund. Warte mal, was? Warum hast du es mir nicht gesagt? Oh, du hast sogar Pfeile. Ey, es tut mir leid, okay, ich wusste nichts davon. Du bleib stehen, du bist der Dieb, ich kenne dich, bleib stehen. Nein, ich bin nicht der Dieb, lass mich in Ruhe, ich kann das alles erklären, das war mein Freund Billy. Doch, Mann, such keine Ausrede, bleib stehen. Leute, ich würde sagen, falls ihr mit euch zusammen sehen wollt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, checkt uns einen Adventskalender ab, der ist ultra cool. Und jetzt würde ich sagen, drück schnell aufs nächste Video, mich aus dieser aus dieser schlimmen Situation rauszubringen. Leute, drückt das nächste Video. Tschüss, aktiviert die Glocke. Noch mehr, ich krieg dich.